Yes. Wir setzen uns hin. Gut. Erstmal konzentrieren wir uns auf die Atmung. On se concentre sur la respiration. On laisse l'air rentrer et sortir. Tiefe Einatmungen, lange Ausatmungen. Wir füllen die Rippen, on remplit les poumons, les côtes, et on les vide. Et petit à petit, on va rajouter un mouvement de la colonne vertébrale. Donc à l'inspire, vous allez aller vers l'avant avec la colonne vertébrale. Et avec l'expire, vous allez vers l'arrière. Also mit der Wirbelsäule geht ihr bei der Einatmung leicht nach vorne und mit der Ausatmung nach hinten. Erstmal ganz leicht. Und dann beim nächsten Mal könnt ihr, wenn ihr nach vorne geht, leicht mit dem Brustkorb zur Decke und bei der Ausatmung mit dem Brustkorb nach hinten und nach unten. Donc avec l'inspire, vous pouvez aller en avant, mais aussi légèrement vers le haut. Et à l'expire, vous allez vers l'arrière et légèrement vers le bas. Avec le sternum. Laissez le bas du dos suivre. Der Lendenwirbelsäule kommt mit. Yes. Ok, super. Noch ein, zweimal, encore une, deux fois. Avec l'inspire, on va vers l'avant, vers le haut. Et à l'expire, on va vers l'arrière, vers le bas. Veillez nach vorne, oben bei der Einatmung und nach hinten, unten bei der Ausatmung. Und dann finden wir die Mitte und retrouve le milieu, neutrale Position, gerader Rücken, le dos bien droit. Avec la main gauche, vous allez aller sur le genou droit, linke Hand zum rechten Knie und ihr presst mit der Hand in das Knie und schaut zur Seite und nach hinten. On revient au milieu et on va de l'autre côté. La main droite va sur le genou gauche. On presse avec la main dans le genou. On va voir sur le côté et vers l'arrière. Et vous revenez au milieu, zurück zur Mitte. Streckt beide Beine, les deux jambes se tendent. Füße sind flex. Und dann gehen wir nach vorne mit dem Fußball. On va aller vers l'avant avec la plante des pieds en gardant les orteils redressés. Et ensuite, les orteils vont vers l'avant. On zieht gehen nach vorne. Dann strecken wir wieder flexen wir die Zehe. On flexe les orteils. Et ensuite, on flexe les pieds. Achtung, gerader Rücken, alle gerader Rücken. Dos bien droit. Ja, danke schön. Auf den beiden Sitzbeinhöckern und nochmal nach vorne. Fußballen nach vorne und dann Zehe und wieder Zehe flexen und Fuß flexen. Und nochmal, on allonge les pieds, on garde les orteils, d'abord flexé et ensuite les orteils vont vers l'avant. On flexe les orteils et on vient avec les pieds flexés. Encore une chose, on va maintenant arrondir juste les orteils. Nur Zehe. Füße sind flex, aber Zehe werden rund. Und dann strecken wir nach vorne. Zehe flex und wieder zurück. On arrondit les orteils, ensuite on allonge les pieds. On flexe les orteils, on revient. Encore une fois. Simplement les orteils, ensuite vers l'avant. On flexe les orteils et on revient. Ok, wir kommen zurück in den Schneidersitz, on revient dans le tailleur. Maintenant, avec les bras, on va aller frôler le sol, on va faire comme un cercle autour de nous, wir machen einen Kreis mit den Armen. Mit der Ausatmung gehen die Arme nach vorne und wir gehen mit dem ganzen Körper nach vorne, on va aller tout le corps en l'avant. On fait deux arcs de cercle sur le côté.
halbe Kreise zur Seite und dann gehen wir mit den Armen nach hinten und öffnen die Wirbelsäule, das Brustbein zur Decke. Ich mach dir mal einfach Lava. Et on essaie d'aller voir un peu plus loin au plafond. Et c'est parti, on va vers l'avant, on va aller vers vorne et vers hinten. Et wir schauen Richtung Decke, öffnen Brustbein, super. Lange Nacken, denkt lange, lange, vous avez la longue vie, on va vers l'avant. Et on va vers l'arrière. Et on revient au milieu. On allonge les deux jambes, beide Beine wieder gestreckt. Vielleicht kommt ihr leicht nach vorne auf eurer Matte. Beide Arme sind parallel zu den Beinen. Mit der Einatmung zieht ihr eine lange Wirbelsäule, mit der Ausatmung rollt ihr langsam runter. On inspire, on tient une longue colonne vertébrale, on bascule le bassin, wir kippen Becken und rollen Wirbel für Wirbel runter. Gut, super. Quand on en va, on fait un arc de cercle avec les bras. On prend les genoux dans les mains. Et on remonte. Und nochmal. Beide Arme nach vorne, parallel zu den Beinen. Einatmen, lange Wirbelsäule. Und mit der Ausatmung. Becken kippt und descend. Boom. Une vertèbre après l'autre. Okay. Grand cercle avec les bras. Großer Kreis. Wir nehmen die Hände hinter den Knien, les mains derrière les genoux. Et on remonte. Ok, pour les suivants, si vous voulez, vous pouvez remonter le même chemin que vous êtes descendu. Hein. Ihr könnt den gleichen Weg wieder hoch, wie ihr runter seid. Immer noch Kreis mit den Armen. Dann kommen die Arme wieder zur Decke und wir kommen wieder hoch. Gleicher Weg. Lange Wirbelsäule. Super. Inspire, longue colonne, expire, bassin bascule. On descend, vertèbre par vertèbre. Quand on est en bas, on fait un grand cercle avec les bras. Les bras remontent en direction du plafond. Avec l'expire, bassin bascule, donc restons le sol et on remonte. S'asseoir. Ok, la prochaine fois, on va rester en bas. Wir bleiben oben, unten. Becken kippt, Bauchnabel zieht an, Wirbel für Wirbel. Rollen wir ab, großer Kreis mit den Armen und dann können wir mit den Armen neben den Becken. Les deux mains à côté du bassin, vous pliez les jambes, Knie anwinkeln. Hüftbreite largeur du bassin. Vous allez avec l'inspire faire le dos creux et avec l'expire le dos rond. Also mit der Einatmung geht ihr ins Hohlkreuz und mit der Ausatmung macht ihr den runden Rücken. Encore une fois, avec l'inspire dos creux, avec l'expire dos rond. La prochaine fois, on va décoller le bassin. On prend bien appui avec les mains dans le sol. Mit der Einatmung macht die Hohlkreuz aus, atmen runterrücken, presst mit den Händen in den Boden und hebt euer Becken Richtung Decke. Wirbel für Wirbel rollen wir hoch. Oben atmen wir ein und dann Wirbel für Wirbel rollen wir wieder runter. Benutzt eure ganze Fußsohle in den Boden. Sie presst in den Boden. Benutzt eure ganzen Arme. Beide Arme pressen in den Boden. Sie sind aktiv. On utilise les bras, on les presse dans le sol pour se stabiliser, tout comme la plante des pieds. Encore une fois, on monte. Lange Wirbelsäule, oben einatmen und langsam wieder runter. Okay, dann strecken wir das linke Bein und allonge la jambe gauche, flexen den Fuß, beide Arme kommen zur Seite. Rechtes Bein zur Decke, la jambe droite en direction du plafond. On va aller avec la jambe droite au-dessus du bassin et on soulève le bassin droit. Also Becken kommt hoch. Jetzt mit Schwung. Kommen wir wieder zurück. Jetzt sehe ich ganz süße Füße. Und nochmal. Über die linke Hüfte. Mit Schwung. Großer Kreis. Wir stabilisieren die linke Hüfte, aber rechts darf sich hin. Rechte Schulter hebt sich nicht. On a l'épaule droite qui ne se soulève pas. Dernière fois. Avec un grand cercle. Et ensuite, on pose la jambe et on la change. On wechselle das Bein. Catherine, mets tes bras plus sur le côté encore. Ça va te bien stabiliser. Pied droit. Flex avec la gauche. On va au-dessus de la hanche. Et on fait un cercle avec deux nénos.
Et encore, beide Hüften bleiben am Platz. Wir stabilisieren den Oberkörper. Und drei. Und noch ein. Vier. Okay, und zurück. Und beide Beine lang absetzen. On allonge les deux jambes. Les deux mains reviennent à côté du bassin. Maintenant, on va monter la tête seulement. Wir kommen hoch mit dem Kopf, nur Kopf. Und schauen Richtung Füße. Ihr könnt Füße flex oder gestreckt haben. Und wieder absetzen. Et c'est parti. Avec l'inspire, on allonge la colonne. Avec l'expire, on monte. Les doigts presque glissent le long du sol en direction des pieds. Auf den Boden. Yeah. Und wieder runter. Nur Kopf. Et c'est reparti avec l'expire. Achtet auf die Distanz zwischen Kinn und Brustbein. Es ist locker dort. On redescend. Encore deux. On redescend. Et encore un. On redescend. Kopf absetzen, beide Füße könnt ihr strecken. Diesmal presst der Rücken in den Boden. Wir gehen mit dem Rücken in Kontakt zum Boden und lassen wieder locker. Wir kippen sozusagen das Becken. On bascule le bassin, on va presser le bas du dos en direction du sol. Pour ça, il faut activer la paroi abdominale. Kopf hoch ist auch gut, gefällt mir gut. Ich mache das jetzt mit Kopf unten. Wenn ihr noch mit Kopf hoch machen wollt, it's welcome. Und noch zwei, nur Becken, Rücken presst in den Boden. Und noch einmal. Wir bleiben mit dem Rücken in den Boden gepresst. On reste avec le dos pressé dans le sol. On lève la jambe droite, rechtes Bein kommt hoch. Linkes Bein dazu, wir haben den Rücken in Kontakt mit dem Boden. On a le dos en contact avec le sol, les deux jambes. En haut, on va monter la tête, les mains se décollent du sol, le dos presse en sol, und wir machen unsere kleine Pause. Rücken presst in den Boden, Bauchnabe zieht ein, mit der Einatmung in die Handflächen zur Decke, und mit der Ausatmung gehen die Handflächen nach oben. À l'inspire, les paumes vers le ciel, à l'expire, les paumes vers le sol. On continue, pensez à utiliser tous vos bras, die ganzen Arme von da hinten, von aus dem Schulterblatt raus. Wie vorhin locker zwischen Kinn und Brustbein und détendu entre le sternum et le menton. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on pose la tête, on pose les jambes. On s'allonge sur le ventre et legen uns auf den Bauch. Beide Arme nach vorne, les deux bras vers l'avant, les épaules sont loin des oreilles. On va presser avec le bras droit dans le sol et monter presser avec le bras gauche et monter le bras droit. Wir pressen mit der linken Hand und kommen mit dem rechten Arm hoch und setzen wieder ab. Und dann pressen wir mit dem rechten Arm und kommen hoch mit dem linken. Yes. Utilisez le sol, benutzt den Boden, presst mit dem Arm in den Boden. Schultern sind weit weg von den Ohren, les épaules sont loin des oreilles, les abdominaux sont contractés. Encore une fois, la gauche et la droite. Ok, et puis on presse avec les deux bras dans le sol, on lève la jambe droite. Rechtes Bein kommt hoch, gestreckt hoch, yes. Und dann links. Und dann kommt der Bein übergesetzte Arm. Bein bleibt unten. Rechter Arm, jetzt mache ich lieber mit dem Direktor. Und dann linker Arm. Ah, on alterne, on fait. Jambe droite, on la monte. Jambe gauche, on la monte. Bras droit, on le monte. Bras gauche, on le monte. Et maintenant, en croix, on monte. Bras droit, jambe gauche. Rechter Arm, linkes Bein. Hoch. Und wieder absetzen. Und linker Arm, rechtes Bein.
Gut. Wieder absetzen. Bauchdecke ist angespannt. Nochmal. Rechter Arm. Linkes Bein. Schultern sind weit weg von den Ohren. Les épaules sont loin des oreilles. Yes. Bras gauche, jambe droite. Okay. On garde les deux bras en bas, beide Arme unten. Beide Beine heben sich. Les deux jambes montent. Yes. Und wieder absetzen. Nochmal Beine. Encore une fois les jambes. Abdominaux contractés. On repose. Encore une fois, que les jambes, nur Beine. Lange Beine, ganz lange Beine. Und wieder absetzen. Jetzt gehen wir mit dem Oberkörper. Les jambes restent en bas et on monte le haut du corps. Et on redescend. Inversement aux jambes, la sensation, c'est pas tant de chercher la longueur avec les bras, c'est plutôt d'enfoncer les bras dans le corps. Die Arme pressen in den Körper rein. Also nicht das gleiche wie die Beine. Die Beine ziehen sich aus und die Arme kommen in den Körper rein. Noch einmal Oberkörper. Okay, gut. Ganz kurze Pause. Ihr könnt kurz das Becken lockern, wenn ihr braucht. Vous pouvez un peu relâcher. Remuez le bassin si vous avez besoin. On va monter et les bras et les jambes. Arme und Beine. Und wieder absetzen. Und nochmal, lange Nacken, denkt lange Nacken. Arme pressen in den Körper rein, Beine ziehen sich aus, les bras pressent dans le corps, comme si vous les rentrez dans le corps et les jambes s'allongent. Encore deux. On monte comme si on flottait dans l'espace. Ok, good. Et encore une fois. On monte et on redescend. Kommt einen kurzen Moment mit dem Po auf den Fersen. Wir nehmen Tita Star mit den Fesses sur les talons. Respirez dans la taille. Faites de la place entre les vertèbres. Und dann kommen wir wieder nach vorne. On retourne vers l'avant. Vous allez mettre les coudes à la hauteur des épaules. Ellbogen auf der Höhe der Schultern. Wir machen so eine Art U mit den Armen. On va presser avec les avant-bras dans le sol et monter le haut du corps. Also die Vorderarme pressen in den Boden, wir kommen hoch mit dem Oberkörper und setzen wieder ab. Schultern sind weit weg von den Ohren, Schulterblätter ziehen nach unten, wir kommen hoch mit der Einatmung und setzen wieder ab mit der Ausatmung. C'est avec l'inspire qu'on monte et avec l'expire qu'on redescend. C'est reparti. Beaucoup de place entre les épaules et les oreilles, tire en arrière. Et encore un, noch ein. Yes. La prochaine fois, vous pressez avec les avant-bras quand vous ne pouvez plus aller plus loin, vous décollez les coudes. Ihr presst mit den Vorderarmen in den Boden, wenn ihr nicht mehr weiter könnt, kommt ihr hoch mit den Ellbogen. Yes. Und Ellbogen wieder absetzen und repose les coudes et on repose la tête. Et c'est reparti, les avant-bras pressent dans le sol. Quand on ne peut plus aller plus loin, on décolle les coudes. Yes. Abdominaux bien contractés, hein. On pose les coudes et on repose la tête. Encore deux comme ça. Pensez à tirer les omoplates vers le bas. Schulterblätter ziehen nach unten die ganze Zeit. Vor allem jetzt beim Rückweg. Ja, wenn wir runtergehen, ziehen die Schulterblätter nach unten. Les omoplates tirent vers le bas. Parfait. Encore une fois, la même chose. Tac. Tac. On repose et on repose. On va se tourner sur le côté. Sur le côté. Wir nutzen den Arm als Kissen, hein, le bras est comme un petit coussin, hein, les pieds, hanches, épaules, tout sur la même ligne. Avec la main qui est dessus, on va aller devant et on va aller le plus loin possible devant. On emmène la cage thoracique. Wir gehen so weit wie möglich nach vorne und nehmen das ganze Brustkorb mit. Und dann, wenn wir nicht mehr weiter können, heben wir die Hand und lève la main. Et on va aller chercher loin, loin, loin derrière. On va aller poser la main. Und wir setzen die Hand ab. Wir bleiben einen kurzen Moment dort und zum wieder hochgehen. Zieht die Hand nach außen und tire la main vers l'extérieur. On la décolle du sol, on roule avec la tête sur notre petit coussin et on revient.
Et c'est reparti. On va maximum vers l'avant avec la main. Ensuite, quand on ne peut plus aller plus loin, on la décolle. Comme si on faisait un grand arc de cercle, un grand arc-en-ciel au-dessus de la tête. Gros arrêt du bourg. Mit dem ganzen Körper. Setzen die Hand ab. Und dann kommen wir wieder zurück. On revient. Okay. Maintenant, on va garder les genoux et les pieds, les hanches, pardon, vraiment l'une au-dessous de l'autre. Knie und Hüften bleiben übereinander. Das heißt, wir werden die Hand nicht absetzen. On ne va pas poser la main. Par contre, c'est le même chemin à l'aller. On va vers l'avant, wir gehen nach vorne. Dann öffnen wir zur Seite. Wir gehen nur bis dahin, wo wir es halten können, in den Hüften und in den Knien. Und dann kommen wir wieder zurück. Und mit der Hand gehen wir über den Kopf. On va au-dessus de la tête. On va faire un grand arc de cercle autour de nous. On va ouvrir vers l'arrière. Et on revient avec la main vers le bassin. On roule avec la tête sur le bras. Wir rollen mit dem Kopf. Genau. Und nochmal einen großen Kreis. Wie gerade eben. Großer Kreis. Großer Kreis auf dem Boden. Und wieder zurück. Die Hand könnt ihr jetzt auf die Hüfte tun. Vous mettez la main sur la taille. On va maintenant ouvrir le genou. Wir öffnen das Knie. Und schließen wieder. Et c'est reparti. On ouvre le genou. On garde tout en place. Et on referme. Encore deux. On revient. On stabilise bien le genou du bas. Encore un. Ok. Et on revient. On ouvre le genou, wir öffnen das Knie und dann strecken wir das Bein, on allonge la jambe, le genou reste en place. Hein, le but, c'est de garder le genou comme un point fixe. On referme la jambe et on referme le tout. Wir öffnen das Knie ist ein fixer Punkt, so offen wie möglich. Und dann strecken wir das Bein, Knie bleibt am Platz. Fuß zurück zum anderen Fuß. Und wir schließen. Und nochmal, wir öffnen das Knie. Das Knie bleibt am Platz. Fixer Punkt. Wir strecken das Bein, setzen ab. Wieder zurück. Und noch ein. Encore un. On ouvre le genou. Le genou ne bouge pas. Ensuite, on allonge la jambe. On revient. Et on revient. On allonge la jambe du dessus, das obere Bein streckt sich. Wir sind immer noch mit der Hand auf der Hüfte. On va monter la jambe et la redescendre. Et deux. Avec l'expire, mit der Ausatmung. Et trois. Et encore un. Quatre. Ok. Und dann kommen wir, gehen wir zur anderen Seite. Ist das richtig? Ja. Also, der Arm als Kissen, le bras comme coussin, pied, hanche, épaule sur la même ligne avec le bras. Vous allez aller maximum vers l'avant, so weit wie es geht nach vorne. Und dann, wenn ihr nicht mehr weiter könnt, hebt ihr die Hand, vous soulevez la main et vous allez vers l'arrière. On va déposer la main. On reste là un instant. Et ensuite, on allonge le bras, wir strecken den Arm. Und komm wieder zurück. Und nochmal, wir strecken nach vorne. Und öffnen. Setzen die Hand ab und pose la main. On revient. Encore un. On allonge la main. On va sur le côté. Et on revient. Maintenant, comme tout à l'heure, une fois, nur einmal, Knie bleiben übereinander, Hüften bleiben übereinander. Wir gehen mit dem Arm nach vorne, on avance le bras, on va ouvrir vers l'arrière, mais on stabilise le centre et les genoux. C'est-à-dire, on ne va pas poser complètement le bras derrière. Et ensuite, on revient.
Und jetzt kommt der Kreis, on fait le cercle avec le main, la main, vous faites un grand cercle autour de vous, großer Kreis um euch, den ganzen Weg, grand, grand cercle. On revient avec la main au-dessus de la hanche, et encore une fois, großer Kreis. Le grand arc de cercle, profitez de l'ouverture que ça vous donne dans la cage thoracique, et on revient au milieu. La main sur la taille, hat auf die Hüfte. Wir öffnen das Knie, das obere Knie und setzen wieder ab. Okay, mit der Ausatmung. Les pieds restent en contact, Füße bleiben im Kontakt und wieder absetzen. Und zwei. Und noch ein. Wieder absetzen. Jetzt öffnen wir. On ouvre le genou. On garde le genou en place. On allonge la jambe. Ensuite, on replie le genou. Et on replie la jambe. Et c'est reparti. Je vois quand même des genoux qui bougent, hein, si jamais. Manche Knie bewegen sich. Je fixer la pompe, desto mehr spürt ihr es dann im Oberschenkel. Et c'est reparti. On ouvre. Genou reste en place. Maximal offen. Dann strecken wir. Schließen wir wieder und kommen ganz nach Hause. Super, viel besser. Und noch einmal und strecken, absetzen und absetzen. Jetzt strecken wir das Bein und allonge la jambe, on la monte sur l'expire et on redescend. Und zwei. Und drei, wie eine Fee, das Bein ist federleicht, hein? La jambe est super léger. Quatre, okay, gut. Et puis on va s'asseoir. Ah ja, mermaid. Les deux bras sur le côté, beide Arme zur Seite, die Beine sind in Z, les jambes sont en Z, super. Avec l'inspire, on allonge la colonne et avec l'expire, on va sur le côté. Et on revient avec l'inspire. Und nochmal, mit der Ausatmung zur Seite, die Hüfte stabilisiert, bleibt am Platz, zurück. Und noch ein. On revient et on pose la main, on va tirer une grande ligne, wir machen die Gegenflexion, ziehen eine lange Linie zwischen Hüfte und Arm. Und kommen wieder zurück. Dann heben wir die Beine und soulève les jambes. Sans les mains, ohne Hände, wechseln wir die Seite. Beide Arme zur Seite, einatmen, vorbereiten, mit der Ausatmung wieder zur Seite. Und einatmen, wieder zurück. Und zwei. Zurück. Und noch ein. Okay, super. Und pose la main. Gegenflexion, lange Arm, lange Hüfte, beziehungsweise zwischen Hüfte und Hand, und hier Lunglinie entre la hanche et le bras. Et on revient, au milieu. On se tourne un tout petit instant, geht am Anfang eurer Matte. Beide Hände sind auf den Knien, les deux mains sur les genoux, on fait le dos rond, runterrücken, wir heben die Füße, Bauchnabel zieht ein, und wir rollen nach hinten und wieder zurück. Rolling like a ball, rolling like a ball. Und drei. Und vier. Und zwei. Fünf. Und noch ein. Sechs. Okay, on remonte. On s'assoit. Et on va se mettre sur les quatre pattes, auf den vier Füßen. C'est in den Boden. On met les orteils dans le sol. On va monter avec les fesses en direction du plafond, pour Richtung Decke. Wir bleiben einen ganz kurzen Moment dort, ziehen die Fersen Richtung Boden und tirer avec les talons en direction du sol. Yes. Avec les mains, on voyage en direction des pieds, Hände Richtung Füße. Bauchnabel zieht an, le nombril tire vers l'intérieur et on va remonter. Vertèbre par vertèbre. Quand on est en haut, les deux bras viennent vers là, sur le côté, beide Arme zur Seite. Und dann
Kommen wir hoch auf den Zehenspitzen und Mund sur la pointe des pieds. Et on va plier les genoux, beugen die Knie und strecken wir. On reste avec les talons en l'air. Et c'est reparti. On descend et on remonte. Achtet auf die Distanz zwischen eure Knie, die ist immer hüftbreit. Die zwei Schienen, die weder nach außen noch nach innen ausweichen. Faites bien attention à garder les genoux toujours comme sur des rails. Encore un. On remonte. On va redescendre. On pose le talon droit, rechte Ferse absetzen und wieder hoch. Und dann linke Ferse absetzen und wieder hoch. Und dann rechte Ferse absetzen. Wieder hoch, linke Ferse absetzen und das gleiche jetzt viel schneller. Rechts und dann links und dann rechts und dann links. Et la droite et la gauche. Et la droite et la gauche. Yes, noch einmal jede Seite rechts. Links, wir sind auf den Zehenspitzen und ich sage, point des pieds. On remonte. Avec les bras. On va en direction du plafond, Hände zur Decke. Und dann Hände zur Seite. Les deux bras sur le côté. Entschuldigung, Arme. Und nochmal, beide Arme zur Decke. Les deux bras en direction du plafond. Et les deux bras qui redescendent. Et pour finir, on va poser les talons. Fersen setzen dich. Und voilà, erste halbe Stunde vorbei. Première demi-heure. Starten wir wieder. Gut. Also, wir gehen am Anfang der Matte. Zettel umdrehen. Gut. Also, beide Hände, beide Arme nach vorne diesmal. Wir beugen die Knie, gehen mit den Händen zur Decke. Und gehen wieder runter. Und nochmal, Knie beugen, Hände zur Decke. Und wieder runter. Avec les genoux au pli, avec les bras en direction du plafond. Jetzt kann ich alles abdrücken. Nochmal, Knie beugen, Arme zur Decke. Gut. Okay. Und jetzt, Knie beugen, Arme zur Decke. Wir heben die Fersen. Setzen sie wieder ab und kommen wieder zurück. Und nochmal, Knie beugen, Arme zur Decke, wir heben die Fersen, setzen sie wieder ab und kommen wieder zurück. Und noch zwei, Arme zur Decke, Knie an den Winkeln, wir heben die Fersen, setzen wieder ab und zurück. Okay, das nächste Mal, also wir machen nochmal das Gleiche, Fersen hoch, setzen wieder ab und wir tauchen nach vorne diesmal. Jum. Wir tauchen nach vorne mit dem ganzen Körper. Genau, und dann gehen wir nach vorne. Und mit den Händen wieder zurück zu Füßen, zu den Füßen. Und nochmal nach vorne. In eine Plank, in eine schöne Plank. Ja? Und nochmal. Hände Richtung Füße. Und nochmal. Schöne Plank. Tiefer Becken, sehr gut. Zurück. Und beim nächsten Mal. Plank, wir beugen die Ellbogen und legen uns mit dem ganzen Körper ab. Strecken die Zehen, Hände pressen in den Boden und wir kommen hoch mit dem Oberkörper. Jetzt, wieder runter, Zehe aufstellen und ganzer Körper hoch und genau, Hände Richtung Füße. Und nochmal, zurück. Und Ellbogen anwinkeln, wir legen uns auf den Boden, strecken die Zehen, kommen hoch mit dem Oberkörper. Yes. Setzen wieder ab, Zehe in den Boden, wir kommen hoch und Hände Richtung Füße. Noch einmal das Gleiche, wir gehen nach vorne und Ellbogen anwinkeln, Zehe strecken, wir kommen hoch mit dem Oberkörper. Okay. Ellbogen anwinkeln, Zehe aufstellen und wir kommen wieder hoch in eine Plank, hoch Richtung Decke. Jetzt Hände Richtung Decke, Knie anwinkeln und wir kommen wieder zurück. Okay, wir machen zweimal das Ganze. Knie anwinkeln, Arme zur Decke und dann gehen wir runter.
Wir reisen nach vorne mit den Händen. Beugen Ellbogen, legen uns ab. Strecken Füße, kommen hoch mit dem Oberkörper. Setzen wieder ab. Zehe aufstellen, wir kommen hoch. Und Hände Richtung Füße, gut. Knie anwinkeln, Arme zur Decke. Und zurück zum Anfang. Noch einmal das gleiche. Arme zur Decke, Knie anwinkeln. Wir gehen runter. Und nach vorne. Setzen ab. Strecken die Zehe, kommen hoch mit dem Oberkörper. Beugen die Ellbogen. Zehe wieder aufstellen. Kommen hoch. Hände Richtung Füße. Knie anwinkeln, Arme zur Decke. Und zurück. Okay, diesmal Arme zur Decke, Knie anwinkeln. Wir machen weiter. Wir tauchen nach vorne, Hände nach vorne. Wir sind in eine Plank, aber diesmal kommen die Füße Richtung Hände. Hände bleiben am Platz und wir gehen wieder nach hinten. Ja, ja, noch weiter runter mit dem Becken. Ja, und wieder zurück. Super. Und nochmal. Tick, 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 tick. Noch einmal. Tick, 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 tick. Okay, wir lassen einen kurzen Moment alles locker hier. Kopf, Schultern. Harte Backen. Und dann setzen wir uns hin. Und strecken die Beine. Gut. Beide Arme nach vorne. Beine sind lang. Tiefe Einatmung vorbereiten mit der Ausatmung. Rollen wir Wirbel für Wirbel runter. Und wir rollen nochmal hoch mit der Ausatmung. Gleicher Weg wie vorhin. Und nochmal. Yes. Einatmen vorbereiten. Becken kippt, Bauchnabel zieht an. Und wir rollen Wirbel für Wirbel runter. Arme über den Kopf. Arme zur Decke. Bauchnabel zieht an. Und wieder zurück. Okay, das nächste Mal kommen die Arme mit beim Hinsetzen. Wir gehen runter, Arme über den Kopf, Arme zur Decke, Bauchnabel zieht ein. Wenn wir oben sind, gehen die Arme zur Decke. Wir strecken, strecken, strecken. Okay, noch einmal das Gleiche. Becken kippt, Bauchnabel zieht ein. Und die Arme über den Kopf, Arme zur Decke, Bauchnabel zieht ein. Und Arme zur Decke, ganz gerade, lange Wirbelsäule, sehr schön, sieht super aus. Okay, beide Arme wieder parallel zu den Beinen, wir rollen Wirbel für Wirbel runter. Setzen beide Arme neben dem Becken ab, winkeln die Knie an. Wir gehen hoch mit dem Becken, wir rollen das Becken, pressen den Rücken in den Boden und rollen mit dem Becken Richtung Decke. Gut, dann kommen beide Hände unter die Hüften. Unter dem Becken, genau. Yes, super. Rechtes Bein zur Decke. Und wir gehen runter mit dem Bein Richtung Boden. Und wieder hoch. Und zwei. Und wieder hoch. Jetzt geht der Fuß flex, wenn er runter geht. Und streckt sich, wenn er zur Decke geht. Und nochmal. Wir öffnen das Becken Richtung Decke. Noch einmal. Strecken den Fuß und kommen zurück, setzen das Bein ab, linkes Bein zur Decke. Und erstmal gestreckter Fuß runter und wieder hoch. Knie ist mega gestreckt. Hm? Zwei, yes. Okay, und dann flexer Fuß. Wir gehen runter und strecken den Fuß wieder zurück. Zwei. Und noch ein. Gut. Fuß zur Decke. Wir setzen den Fuß ab. Beide Knie sind hüftbreit. Setzen die Arme ab und rollen Wirbel für Wirbel runter. Nimmt ganz kurz die Knie in die Hände. Macht kleine Kreise um das Kreuzbein in die eine Richtung und dann in die andere Richtung. Okay. Wir nehmen beide Füße im 90-Grad-Winkel. Beide Hände hinter dem Kopf. Wir machen Criss-Cross.
Das heißt, ein Bein beugt sich, ein Bein streckt sich und die gegenübergesetzte Schulter geht zum Knie. Also wir kommen erstmal hoch mit dem Oberkörper. Dann rechte Schulter, linkes Knie, rechtes Bein streckt sich ab. Und dann wechseln wir. Das rechte Bein kommt zurück. Und dann strecken wir das linke und wir drehen zur rechten Seite. Die Schulterblätter sind nicht auf dem Boden. Zurück. Versuch noch ein bisschen höher zu kommen mit den. Und da bleibst du oben, ja. Aber Ellbogen sind offen. Zurück zur Mitte. Gut, bleib oben, Mama. Wenn du jetzt drehst, ja, jetzt bleibst du oben. Genau, that's it. Und andere Seite. Und noch einmal jede Seite. Und letztes Mal, letzte Seite. Für jetzt, wir setzen den Oberkörper an. Können die Beine kurz absetzen. Jetzt machen wir das Gleiche, aber schneller. Es ist immer ausatmen, ein Bein streckt sich aus und beim Wechseln ist eine kurze Einatmung. Sepak, die beiden Hände hinter dem Kopf, Knie anwinkeln und wir kommen hoch mit dem Kopf und jetzt. Und in der Mitte. Oben bleiben mit dem Oberkörper. Gut, Ellbogen sind offen. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und Knie anwinkeln und absetzen. Wir strecken beide Beine lang, beide Arme kommen über den Kopf. Wir gehen in den Teaser. Die Arme gehen Richtung Decke und dann kommen wir hoch in den Oberkörper und Beine kommen auch hoch. Super. Und gehen wieder runter. Und das gleiche, Arme zur Decke. Und dann kommen wir hoch mit dem Oberkörper. Beine kommen hoch, sehr gut. Schultern weit weg von den Ohren. Und wieder absetzen. Und nochmal mit der Ausatmung. Sehr schön. Und wieder absetzen. Super, wir machen noch zwei so. Sieht gut aus. Schultern weit weg von den Ohren die ganze Zeit machen. Und wieder absetzen. Und noch ein. Und wieder absetzen. Komm, wir machen noch ein. Dann lächelst du vielleicht noch mehr leer. Beide Arme zur Decke. Und komm hoch. You can do it. You can do it. Ja. Und wieder absetzen. Gut. Okay, jetzt legen wir uns auf den Bauch. Beide Hände neben den Brustkorb, Ellbogen zur Decke. Wir pressen mit den Händen in den Boden und hoch mit dem Oberkörper. Okay, und komm wieder runter. Schultern sind weit weg von den Ohren, Natalie. Mama, Hände neben, fast neben den Busen. Hier. Genau, Ellbogen zur Decke. Und nochmal einatmen, hoch. Und wieder absetzen. Du hast wieder ein gestreiftes T-Shirt leer, das ist perfekt. Und nochmal einatmen, hoch. Gut, wieder absetzen. Letztes Mal. Noch einmal hoch. Natalie, versuch mal ein bisschen mehr die Ellbogen zu strecken. Gut, Schultern weit weg von den Ohren und wieder absetzen. Gut, sieht gut aus. Wir machen Swan 2. Wir machen alle Swans heute. Also, wir kommen hoch mit dem Oberkörper. Wenn wir oben sind, lassen wir die Hände los und dann, wenn wir unten sind, fangen wir uns wieder auf. Und nochmal. Gut. Ja. Okay. Die Arme bleiben erstmal fast am Platz, die Hände, Mama. Es sind nur so 2, 3 Zentimeter. Guck mal da, hier auf dem Platz. Ja, gut. Noch 2. Und noch 1. Okay, kurze Pause, Po auf den Fersen. Lea, ich sehe dich nicht ganz, was du machen kannst. Auch das nächste ist, wenn ich die Füße zusammen. Ja, ist okay. Füße, Füße zusammen. Jetzt machen wir Swan 3. Ihr kommt nach vorne.
Also gleicher Start, nur wenn ihr euch loslässt, dann gehen die Arme nach vorne und die bleiben vorne. Und dann rollt ihr auf den ganzen Körper. Also, wir kommen hoch mit der Einatmung. Alles ist gleich hier. Und dann lassen wir los und Arme gehen nach vorne. Und wieder. Yes. Super. Ich schaue mir das kurz an. Gut. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Okay, gut. Super. Alles absetzen. Kommt wieder einen kurzen Moment mit dem Board. Dann werden Sie gut aus. Gut. Wir machen noch zweimal die Übung. Also wir machen jetzt eine Serie und danach noch eine Serie von 2 und 3. Und zwar, denkt dran, wenn die Arme vorne sind, könnt ihr sie zur Decke drehen, damit ihr ein bisschen höher mit dem Oberkörper kommt. Jupp. Und wir legen uns hin. Kommen hoch, pressen mit den Händen in den Boden. Gut, wenn wir oben sind, lassen wir locker. Arme nach vorne. Super. Gut. Okay. Und wieder aufhängen, Hände neben dem Becken. Wir kommen hoch. Ja. Und wieder Po auf den Fersen. Die nächste Variation. Wir starten liegend. Das heißt, wir haben nicht diesen Schwung zur Hilfe, zum Start, sondern wir müssen alles aus der reinen Kraft rausholen. Wir gehen nach vorne, Arme sind nach vorne. Natalie, die Übung machst du nicht so lange, also wenn es nicht geht, ist kein Problem. Ne? Die beiden anderen machen das schon ewig. Also, Arme sind vorne. Am besten starten wir mit den Handflächen Richtung Decke. Wir kommen hoch und rollen. So langsam bringen wir dieses Schaukeln in den ganzen Körper. Dann könnt ihr wieder eine Pause machen und wieder vom Nix starten. Schau ich mir das einmal an. Und wann ihr wollt. Ja, eins nach dem anderen. Erst oben. Ja, gut. Super. Ja, super, Nathalie. Okay, gut. Gut. Okay, gut. Kommt zurück. Runder Rücken. Macht den runden Rücken. Ihr seid auf 4 Füßen. Runder Rücken. Und zurück in die neutrale Position. Jetzt gehen wir in eine Plank. Gut. Langer Nacken, Schultern weit weg von den Ohren. Gut, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ja, okay. Ein Bein zur Decke. Wir drehen über die Hüfte, setzen die Zehe ab und schauen nach hinten. Der Arm geht mit. Und wir kommen wieder zurück. Und zurück. Andere Seite. Ein Knie anwinkeln, dann über die Hüfte. Noch mehr über den Kopf leer mit dem Arm. Schau nach hinten. Fast. Ja, das andere hinten, über den Kopf, da. Da, als würdest du mit dem Arm so zu einer Brücke gehen wollen. Und so, ja, genau. Und zurück. Wieder andere Seite. Knie anwinkeln. Fuß absetzen. Und als möchte die Hand da zum Boden zu einer Brücke, wie die Kinder. Und zurück. Ja. Absetzen. Links. Absetzen. Okay. Eine Seite geht immer besser als die andere. Okay, dann machen wir noch einmal beide Seiten. Nathalie sieht super aus. Und Fuß über die Hüfte. Wir öffnen, öffnen, öffnen. Und dann kommen wir zurück. Und letztes Mal, letzte Seite. Ja. Streckt das Bein. Ein Bein ist gestreckt, ein Bein ist angewinkelt. Puh. Absetzen. Okay, und Knie
Kurz absetzen, runder Rücken. Und Hohlkreuz. Und noch einmal runder Rücken. Zurück zur neutralen Position. Wir gehen in eine Plank. Beide Beine gestreckt. Und jetzt, wir kommen zurück zum Vierfüßlerstand, ohne Knie abzusetzen. Zurück und wieder Plank. Gut. Und zurück, zurück und wieder Plank. Und nochmal zurück, zurück und wieder Plank. Letztes Mal zurück, zurück und wieder Plank. Gut, Po zur Decke. Fersen Richtung Boden, ihr könnt die Hände ein bisschen mehr, genau, Richtung Füße nehmen, dass ihr im Pilates V seid. Nicht ganz zurück, Nathalie, wir sind im V, genau, Double Facing Dog. Bleiben einen Moment dort. Wir setzen die Ellbogen ab. Gut. Ihr müsst schauen, wegen der Distanz, vielleicht müsst ihr ein bisschen anpassen. Ich spüre jetzt, ich muss anpassen. Wir gehen runter mit dem Becken und wieder hoch. Gut, und runter mit dem Becken, so weit runter, wie es geht. Gut. Wir machen noch drei. Und zwei, ja, diese Schultern. Immer diese Schultern. Und noch ein, mit dem Becken runter. Wir gehen mit dem, nach vorne mit dem Kopf. Okay, komm wieder hoch mit den Händen. Setzen Knie ab. Und setzen uns auf den Po. Beide Beine kommen nach vorne, machen so. Kommt halt am Anfang der Matte, das hilft euch nachher für das, was nachher kommt. Matte, Beine sind Matte breit, beide Arme zur Seite, gerader Rücken. Wir drehen uns nach rechts. Linke Hüfte zieht nach hinten. Linke Hand geht zum rechten Fußgelenk, wir pressen uns in das Bein rein, drehen uns ein bisschen mehr, bleiben gedreht, kommen hoch und kommen wieder nach Hause. Schultern sind weit weg von den Ohren und andere Seite. Rechte Hand, linkes Fußgelenk, wir drehen uns ein bisschen mehr, kommen hoch und zurück. Und nochmal nach rechts, linke Hand, rechtes Fußgelenk, wir drehen uns, den Korkenzieher. Und komm hoch, zurück. Letztes Mal, letzte Seite, rechte Hüfte zieht nach hinten. Ihr macht es super. Und wir strecken uns ein bisschen mehr. Komm hoch und zurück und setzen die Arme ab. Beide Beine kommen zusammen. Beide Hände hinter dem Kopf. Wir machen Neck Pull. Das heißt, der gerade Rücken geht nach hinten. Wenn er nicht mehr weiter kann, kippt das Becken. Und ihr rollt Wirbel für Wirbel runter. Gut, gleicher Weg wieder hoch. Ich bin fies, ich habe gleich die schwierigere Version. Dann geht ihr ganz nach vorne mit dem ganzen Oberkörper. Streckt den Rücken von dort. Rücken strecken und kommt zurück. Und dann wieder über den Punkt. Gerade Rücken, wenn ihr nicht mehr weiter könnt. Kippt das Becken. Absetzen. Und dann gleicher Weg hoch. Schwung die ganze Zeit. Gut, gut macht ihr das. Kommt nach vorne, wieder strecken und zurück. Nimmt mal die, außer leer, du kannst weiter mit den Händen hinter den Kopf. Nimmt die Hände hier vorne, genau. Wir machen das Gleiche. Ganz gerade nach hinten, die Form von den Armen bleibt die gleiche. Und dann gehen wir runter. Ellbogen sind immer gleich, die Distanz vom Oberkörper. Und dann gehen wir wieder hoch, der gleiche Weg. Ja, viel besser, oder? Und dann nach vorne. Und dann strecken wir den Rücken und kommen zurück. Wir machen noch einmal. Ganz gerade runter, Schultern sind weit weg von den Ohren. Wir kippen, wenn wir nicht mehr weiter können. Wir setzen alles ab. Und der gleiche Weg zurück. Nach vorne. Wir strecken. Und jetzt, Arme wieder zur Seite. Wir rollen von dort langsam Wirbel für Wirbel runter. Okay, gut. Yes. Füße gehen zur Decke. Und dann gehen beide Beine über den Kopf, parallel zum Boden.
Also, wir machen erst die erste Version mit den Händen bei den Hüften, Beine parallel zum Boden und dann Beine zur Decke strecken. Oberarme spannen sich an. Und wieder zurück. Beine parallel zum Boden. Ihr könnt mit der Wirbelsäule leicht mitgehen. Das heißt, Wirbelsäule geht runter, wenn die Beine runtergehen. Und wenn sie hoch, wenn die Beine hochgehen, könnt ihr hoch mit der Wirbelsäule. Noch einmal so, mit den Armen. Pobacken spannen sich an. Und wieder runter. So, und jetzt könnt ihr noch ausprobieren, mit beiden Armen leicht auseinander zur Seite. Genau das Gleiche. Ups, sorry. Und wieder runter. Yes. Gut. Pobacken spannen sich an. Wir wollen zwei Wirbel hoch, wenn die Beine hochgehen, und zwei Wirbel runter, wenn die Beine runtergehen. Noch einmal. Und runter. Jetzt Füße flex, Schulter breit, und wir rollen Wirbel für Wirbel runter. Gut. Yes. Okay, beide Hände hinter den... Ah, nee, stimmt gar nicht. Doch, wir setzen uns hin. Wir machen Boomerang. Und zwar, das ist wieder eine Übung mit ein bisschen Schwung. Es gibt nicht so viele davon, also genießt, wenn sie da sind. Wir gehen mit den Beinen über den Kopf. Ich mache das alles einmal. Über den Kopf. Und dann Füße über Kreuz. Dann kommen wir wieder nach vorne. Wir kommen in den Teaser. Die Hände greifen sich, gehen nach hinten. Wir kreisen nach vorne und setzen alles an. Okay? Und dann, wenn wir das nächste Mal machen, wechseln wir die Beine. Okay? Das heißt, Beine sind jetzt schon über Kreuz. Sebastian, wir legen uns auf den Rücken, Füße über den Kopf. Dann wechseln wir die Beine. Wir kommen wieder hoch in den Teaser. Und dann Arme nach hinten strecken, sie greifen zueinander. Dann kreisen wir und setzen wieder ab. Gut, und nochmal. Wir wechseln die Beine und nach vorne. Die Hände greifen zueinander. Und dann kreisen nach vorne und setzen alles ab. Letztes Mal, letztes Bein. Für den Kopf. Wir wechseln die Beine. Wir rollen in den Teaser. Arme hinter dem Kopf. Gut. Kreis mit den Armen. Und alles absetzen. Und in der richtigen Form ist dann eine Hand über die andere. Wie in Swan. Ja, genau. Gut. Wir stellen uns wieder hin. Du lagst dich hin, genau. Gut. Jetzt machen wir fast das Gleiche wie am Anfang. Wir bringen noch was Neues dazu, was wir heute gemacht haben. Also, beide Arme nach vorne, Knie anwinkeln, Arme zur Decke. Und dann tauchen wir nach vorne. Wir gehen nach vorne. Setzen den Oberkörper ab. Sehr lang, komm hoch mit dem Oberkörper. Wir legen uns wieder hin, sehr aufstellen. Wir kommen hoch, wir sind jetzt nicht fertig. Knie anwinkeln, über die Hüfte, wir öffnen nach hinten. Und zurück. Und Beinwechsel. Zurück. Und alles absetzen. Wir kommen hoch mit dem Oberkörper. Setzen wieder alles ab. Zehe aufstellen. Komm hoch mit dem Ganzen. Hände Richtung Füße. Knie anwinkeln, Arme zur Decke. Und wieder zurück. Das Ganze noch einmal. Arme zur Decke, Knie anwinkeln. Dann gehen wir runter. Nach vorne. Setzen alles ab. Sehr lang stellen. Wir kommen hoch mit dem Oberkörper. Setzen wieder alles ab. Sehr aufstellen. Wir kommen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Seite wechseln. Ein Bein anwinkeln. Wir öffnen nach hinten. Kommen wieder zurück.
Und andere Seite. Kommen wieder zurück. Und Ellbogen beugen. Wir setzen alles ab. Zähl lang. Wir kommen hoch mit dem Oberkörper. Yes. Alles wieder absetzen. Zehe aufstellen. Komm hoch. Po zur Decke. Gut. Hände super. Richtung Füße. Wir lassen alles locker. Hier ein Kampf. Sorry. Kurzen Moment. Alles locker. Und dann Knie anwinkeln. Arme zur Decke. Und jetzt gehen die Arme zur Seite. Und komm hoch. Mit den Armen kreisen wir noch vor dem Körper. Ich bin hier. Vor dem Körper. Eins, zwei, drei. Und dann andere Richtung. Eins, zwei und drei. Et voilà. Gut. Gut gemacht.